Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's ab zum Strand. Wir sind für alle schon mega im Strandlaune. Er ist gerade schon in seinem persönlichen Pool. Heute sind es, by the way, mehr als 30 Grad. Ich will gar nicht wissen, wie warm ihm ist. Und heute packen wir ihn übrigens auch. Wir gucken mal, wie weit wir ins Meer gehen mit ihm. Wir wissen beide nicht, ob er schwimmen kann. Er ist nämlich noch nie so, also er ist noch nie geschwommen. Ganz einfach gesagt. Übrigens, heute darf ich fahren. Vergesst auf jeden Fall nicht bei meinem Merch vorbeizuschauen, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Ah, übrigens, ich brauche noch eine Wasserpistole und mal schauen, was ich noch so mitnehme. Ist so warm. Chris ist gerade eine Cola runtergefallen. Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Hier hat noch jemanden aufgegabelt. Ey, du hast auch keinen Bock, mitzufahren, oder? Kann ich voll. Oh, ist warm. Kann ich voll verstehen, dass du nicht bei dem mitfahren möchtest. Irgendwas stinkt hier gerade übel, ne? Draußen. Ich habe gerade so ein übelster Gülle-Geruch. Übrigens, Leute, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe die Wasserpistole vergessen. Shit. Sieht mega fresh aus, aber es ist richtig warm. Fresh. Leo da unten schon. Am chillen. Bisher war es immer so, dass er vor den Wellen Angst hatte. Und? Yep. Hui! Oh Gott, ob er baden wird, ich weiß nicht. Mir ist jetzt schon zu warm, ne? Wir sind seit 5 Minuten hier. Wir müssen sowas von nachher ins Meer. Übrigens, halt. Ist lange her, dass ich so ein Video hier mache, oder? So ein Vlog, wir haben schon gesagt, warte mal, einen Vlog! Ja? Ja, so gut, ja. Oder? Damit wir legal parken. Ich will gar nicht wissen, wie warm das Auto nachher sein wird, wenn wir wieder zurückfahren. Heute mal spendabel unterwegs. Erstmal Parkticket spendiert. Übrigens hat jemand geschrieben, ich soll mal Ash nerven. Habe ich mich... Ja, wahrscheinlich geht da längst, oder? Ich soll mal Ash bitte nerven. Werde ich jetzt machen. Los! Wow. Er hat sich schon mal einen Stock geschnappt. Kurze witzige Story, und zwar waren wir am Strand mit Leo. Er hat so viel Sand gegessen, dass nachher beim großen Geschäft Sand rauskam. Ich weiß nicht, wer es jetzt wissen wollte, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ash? Ist das Leos Hunde? Oh Mann! Leo, komm, wir gehen ins Wasser. Komm! Ah, ist das frisch! Oh, sind hier viele Steine. Au! Haut rein, ne? Wo wollt ihr denn hin? Ach so, perfekt. Ah! Alter, wer hat sich das denn ausgedacht? Hier? Ah, nee, hier! Komm, komm! Leo, hier! Oh, oh! Ich denke auch noch so, lass mich in Frieden. Das erste Mal ist Leo jetzt in Wasser gekommen. Ich weiß, bei Bella ist das so von Chrissy. Der Paddelreflex. Der ist bei ihm noch nicht so ausgeprägt. Würde er hier untergehen? Ich glaube, er ist nicht so begeistert. Es sieht aus, als ob eine Katze ins Wasser halten würde, kann das sein? Leo, würdest du schwimmen? Versuchst du zurück? Umdrehen. Okay. Super, Leo! Er paddelt! Vielleicht einen nassen Hund! Ach du Scheiß, anderer Hund. Guck mal seine Pfoten. Ach du Scheiß, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nachher absolut bar wird länger dauern als weiß ich nicht was. Nicht, dass vielleicht noch seekrank wird. Ich glaube, es ist gerade ganz gute Abkühlung von Leo. Wir sind auf jeden Fall hier auf dem Boot. Aber er wird also unruhig, ne? Ja, aber die Wellen waren groß. Ich beobachte dich einfach alles. Und yo! Ey, hey, super Leo! Du würdest. Super! Ey! Diese Stockbeine, ne? Ab ins Wasser für Chrissy und... Ah! Damit? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt Babysitter für Leo. Die machen das. Gehen wir jetzt ganz rein? Ja. Okay. Okay. Seht ihr Ash gleich? Was war der da hinten? Ash! Ah, vergiss es, hör mich eh nicht. Hoffentlich ist mein Handy gleich noch heil. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, Alter, im Auto ist es so heiß, ne? Wir haben gerade schon die Klimaanlage extra, ne? Ich will gar nicht wissen, wie warm Leo gerade ist. Ich finde, das ganz gut gemacht, oder? Ja. Zu Hause gibt es noch eine fette Abkühlung für ihn, würde ich sagen. Ja, bin ich cool dann mit ihm. Er wird dann zickig, weil er zu müde ist. Ja. Ich würde sagen, jetzt ab nach Hause. Magst du das? Ich habe mich einmal komplett kalt abgeduscht. Ich habe sogar ein bisschen Sonnenbrand an den Schultern. Wie ihr gerade gesehen habt, war er im Pool, hat sich hingelegt und danach ist er gleich schlafen gegangen. Wir werden jetzt Mittag... Abendbrot essen. Ich würde sagen, ich muss aber ein bisschen eher schnerven. Eine Mal vorhin, das war zu wenig, oder? Spielen bis 3 Schere Papier und wer verliert, räumt die Küche auf. Okay, weil das ist echt, sieht scheiße aus. Stein, Papier. Scheiße. 1-0. 4. 2-0. Schere, Stein, Papier. 2-1. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. 3-0. 3-1. Ich hab gewonnen. Du musst aufräumen. Haha. Freshes Abendbrot, würde ich sagen. Ich habe jetzt so eine Sprühflasche. Komm mal kurz, bitte. Oder warum ist es so dunkel? Eine Abkühlung brauchst du. Ist doch warm, ist doch warm draußen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt mit irgendwas zurückkommen wird. Hattest du überhaupt eine Hose an? Nein.
Ah, perfekt. Ein bisschen. Bei 30 plus Grad draußen, da braucht man noch eine Abkühlung. Wie bitte? Was? Ich mach was Richtiges. Du zockst Fortnite. Sag, darfst du das überhaupt? Ich hab Papa hat gesagt um 19 Uhr erst. Nice! Kollege! Und ich liebe das schon. Weil ich weiß, dass das jetzt sowas von macht. Nicht so schön, ne? Das ist nicht so schön, nee. Wir können sagen, wir sind quitt, okay. Ja, pass auf. Alter, Falter, ist das warm. Viel Spaß beim Entwarnungs. Erstmal Licht ausgemacht. Wir sind gerade hier im Schlafzimmer. Chris ist da ein bisschen am Sims. Leo ist da hinten immer noch am Schlafen. Der hat übrigens seit vorhin eigentlich so gut wie durchgeschlafen. Warum wir im Schlafzimmer sind? Wir haben hier unsere Klimaanlage aufgebaut, weil, ey, es ist so warm. Es ist nicht mehr erträglich hier. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, falls ihr ein Haustier habt, wie ihr eurem Haustier Schwimmen beigebracht habt. Theoretisch, man würde Leo einfach ins Wasser werfen. Könnte er dann schwimmen? Ja, oder? Irgendwann müssen wir es nochmal ausprobieren. Sagen, lasst einen Daumen nach oben. Dann vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Oder wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max und ciao.